Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich möchte euch heute von meiner Regionalliga-Partie des Kampfes Delbrück gegen 206 Bielefeld erzählen. Ich habe die Schwarzen Steine und gegen Bastian Bücker gespielt. Und mir kam während der Partie, mein Gegner hatte Weiß, D4, und ich hatte eine Idee am Brett, wieder so eine Intuition, ja, so eine Eingebung. mir ein, eine Variante, die ich vor 25 Jahren zuletzt gespielt habe, könnte ich mal ausprobieren. Ne? Und zwar dieses mit B6, dieses Englische. Ja, und was da so passiert ist, das davon möchte ich heute berichten. Los geht's. Die schwarzen Steine und der Bastian hatte Weiß und es kam ein D4 und ich. Wie immer am Brett muss ich ja immer so ein bisschen improvisieren und überlegen, was ich mache. Ich habe mich mal für E7, E6 entschieden. Mit der Idee, auf C4 mit B6 in dieses Englische überzugehen. Da habe ich vor, naja, ein paar Jahren also ein bisschen rum experimentiert mit und war gar nicht so schlecht. Ne? Okay, wir gucken mal. E4, Läufer B7, Läufer D3. Das ist eine gute Reihenfolge für Weiß, denn wir gucken uns mal eine kleine Variante an. Immer wenn Weiß den Springer rauszieht, um den Bauern zu decken, gibt das wieder dem Schwarzen die Gelegenheit, mit Läufer B4 diesen eine Figur zu entwickeln, diese Festung hier aufzubauen und vor allem das Feld F8 frei zu machen. Das hat eine gewisse Bedeutung, wenn man mit F7, F5 spielen will und hier so ein Schach kommen kann und so weiter. Deswegen, ne? Das wäre immer nicht unangenehm für Schwarz. Hier kam aber, jetzt muss ich gucken, sind wir wieder in der richtigen? Jawohl. Es kam Läufer D3. So, und jetzt habe ich immer noch die Möglichkeit, ich habe verschiedenste Systeme. Springer C6 gibt es. Man kann hier auch mit G6 sogar spielen. Und ich dachte mir, das fiel mir so ein, es gibt eine schöne scharfe Variante. Die fängt mit F7, F5 an. Und die Idee ist natürlich hier drauf und diese lange Diagonale hier zu betonen. Aber hat eben auch einen kleinen Nachteil. Der Weiß kann hier schlagen, was Bastian auch gemacht hat. Und jetzt muss ich hier dieses Schach geben. Wir schauen uns mal eine Variante an. Was passiert, wenn ich jetzt hier den sofort nehme? Dann kommt hier ein Schach. Und jetzt kann ich mit meinem König hier nicht nach F8 gehen. Ich muss also jetzt hier mit G6 hier spielen, weil auf König E7 ziemlich einfach Dame G5 und der Läufer hier würde fallen. Ich muss also mit G6 spielen. Ja, und das ist das Problem. Jetzt droht einfach noch G7, respektive hier zu schlagen und mit Schach. Und die Varianten sind einfach gnadenlos gut für Weiß. Und deswegen musste ich hier dieses Schach einschieben. Und jetzt hat Weiß aber auch seinerseits die Gelegenheit, also wenn er jetzt hier mit Läufer D2 oder Springer C3 oder was auch immer spielt, habe ich eben Zeit, im Zweifelsfall zu tauschen. Ja, und dann können die auf G2 nehmen, um hier König F8 zu spielen. Und die Varianten sind gut für Schwarz. Also spielt Weiß König F1, deckt diesen Bauern. Ja, und das ist halt ein Gambit. Ja. Jetzt droht Dame H5, das muss man natürlich mit Springer F6 abwehren. So, und es kam C4, C5. Die Stellung ist mir absolut geläufig und bekannt. Ist auch, habe ich auch mit Weiß selber schon mal gespielt. Hatte ich auch überlegt, ob ich die mal eben kurz einschieben soll. Würde aber vielleicht ein bisschen zu weit führen. Ich werde diese Partie demnächst sicherlich mal zeigen bei meinen alten Partien. Und zwar dieser Läufer auf B4. Naja, könnte ja auch gefährdet stehen. Und das ist die Idee von C4, C5. Man versucht, diesen Läufer hier einzusperren und zu fangen. Problem ist natürlich, kostet ein bisschen Zeit. Überhaupt keine Frage. Ich habe damals damaligen Zeit und damaligen Stand der Dinge den Theoriezug Läufer E2 gespielt. Der hatte eine gewisse Idee und die sehen wir auch gleich in den Varianten hier. Bastian spielt direkt C5. Okay, ich schlage hier raus und es kommt A3. So, und die Idee ist jetzt einfach, wenn ich hier zurückgehe, kommt E schlecht C und dann droht einfach B4.
Und dann muss ich hier, wenn ich einen Läufer retten will, mit C6, um den hier zurückzuziehen, damit sperre ich den hier ein, ja, weil der hinter seinem Bauern dann guckt und weiß, kriegt hier die Figuren gut raus. Und das ist nicht der Sinn der Sache aus schwarzer Sicht. Ich spiele ein Gambit, weil ich aktiv spielen möchte. Und den nächsten Zug kannte ich auch noch, aber trotzdem habe ich mir jetzt hier einfach mal eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, um erstens die Varianten, die rauskommen, wusste ich ja, die Stellungen, aber einfach mal, ich wusste nicht mehr genau, warum man welchen Zug an welcher Stelle und so spielt. Und ich wollte es einfach noch mal ein bisschen besser verstehen, weil es halt, wie gesagt, ne, 20 Jahre her ist oder so. Und der Zug, den man hier spielt und den ich natürlich auch gespielt habe, ist der Zug C5, C4. Dadurch kriegt der Läufer ein Rückzugsfeld und ich kriege hier ein Tempo auf diesen Läufer. Und das ist der Trick dabei, warum Weiß statt A3 auch oftmals hier diesen, oder bevor er C5 spielt, diesen Läufer zurückzieht. Ich spiele hier C4. So, er schlägt natürlich diesen Bauern. Jetzt habe ich Gelegenheit, diesen Läufer zurückzuziehen. Und das war das, was ich mir überlegt hatte. Ich war mir verhältnismäßig sicher, dass Läufer E7 wahrscheinlich der beste ist oder der meistgespielte Zug zumindest. Und nach ein bisschen Nachdenken, ich zeige euch mal eine Variante. Einfach nur mal zum Demonstrieren. Wenn Weiß jetzt hier schlägt, jetzt komme ich einfach nicht zur Rochade, weil E6, E7 Abzugsschach. Und dann ist die Dame weg. Das ist ein bisschen blöde. Und dieses Motiv droht halt hier so quasi in jeder Variante, in jeder Form. Und deswegen ist wahrscheinlich Läufer E7 am besten. Wenn er jetzt hier schlagen würde, ja, auch hier, dann hat er eben kein E7. Und dann habe ich halt ein Gambit, vielleicht auch zwei Bauern weniger, aber mein König ist in Sicherheit. Und das wäre völlig in Ordnung. Dann spielt man zumindest mit, ja. Computer sagt natürlich immer noch, ist besser für Weiß, weil es einfach so materiell viel ist. Aber das war eben so der Stand der theoretischen Dinge und die Praxis sieht ja auch immer noch anders aus. Man spielt ja nicht gegen den Computer. So, jetzt muss ich Läufer E7 mal aufbewerten. So, mein Gegner spielt aber Dame B3. Und der Zug ist noch, also hier war ich jetzt so ein bisschen aus dem Buch raus und mein Gegner sagte mir auch, er wäre aus dem Buch raus gewesen. Man hatte so ganz grob ein paar Ideen natürlich, ja, man hat es ja vielleicht schon mal auf dem Brett gehabt, aber so Theoriekenntnisse sind natürlich dann hier eher so verschwommen. Okay, hier greife ich diesen Läufer an. Ich kann den jetzt nicht ziehen, ja, dann kommt mein Springer nicht mehr weg. Deswegen ist Dame C8. Den hatte ich aber auch bei der Vorausberechnung gesehen. Und die nächsten Züge kamen relativ schnell. Ich muss natürlich auch ein bisschen mehr Gas geben jetzt. Ich hatte ja Dreiviertelstunde mehr oder weniger verschwendet, ne, weil ich mich über die Stellung mit der Stellung beschäftigen wollte. Es kam F mal E und jetzt ist natürlich, ja, kann ich nicht schlagen. Dann kommt Läufer E6, das macht keinen Sinn. Dann komme ich nicht zur Rochade. Tempo hier, Läufer weg und, ja. Also D5. Weiß schiebt dieses Schach ein, damit ich mit meinem Springer nicht rauskomme. Und nach C6 ging der Läufer nach E2 zurück. Okay. Warum nach E2, nicht nach D3? Sehen wir gleich einer Feinheit. Zunächst einmal, ich rochiere. Das ist ja grundsätzlich eine gute Sache. König in Sicherheit, F-Linie, vielleicht geht hier was. Weiß versucht sich, ja, er hat ja noch nichts entwickelt und den König muss er auch noch ein bisschen beachten. Also er muss halt irgendwie unter die Hutschnur kriegen. Ne, wie heißt das? Koordiniert kriegen. Okay, er spielt Läufer E3, um gegen C5 so ein bisschen gefeit zu sein oder den Punkt D4 auch unter Kontrolle zu nehmen, denn ich drohe hier immer, oder ich möchte jetzt auch mit C6, C5 spielen. Weiß entwickelt sich und ich spiele C5. So, und jetzt haben wir natürlich schon eine spannende Konstellation, dass wenn Weiß hier rausnähme, dass der Springer hier, der hier so ein bisschen am Rand steht, Tempo, ja, ich decke meinen Läufer, ich gehe jetzt hier ins Zentrum rein, alle Figuren spielen mit. Ja? Der Springer kann vielleicht noch hier hin, dann habe ich hier einen Druck drauf oder. Und das wäre natürlich aus Figurenaktivitätssicht wunderbar. Und deswegen kam in der Partie leider nicht D mal C, sondern Springer C3. Und ich musste mir jetzt überlegen, schlage ich jetzt hier auf D4 oder spiele ich C4?
Denn ich wollte so ein bisschen diese Dame loswerden, die diesen Läufer hier im Auge hat. Und dadurch kam ich halt nicht zu Dame E6. Ich habe mich für C5, C4 entschieden. Und das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, denn dieses Rausnehmen, so schön es auch sein mag, aber der Springer hat natürlich hier auch ein schönes Feld. Ja? Er deckt diesen Bauern. Und ja, ich kriege ein Tempo, okay. Aber im Zweifelsfalle kann dieser Springer vielleicht mal nach F5 gehen. Oder hier die Damen stehen sich auch gegenüber, vis-à-vis, dass hier vielleicht ein Damentausch schon mal schnell zustande kommen könnte. Ja? Und irgendwie, das gefiel mir nicht, dass die weißen Figuren hier auf D4 auch so einen schönen Stützpunkt haben. Und deswegen habe ich nachdem habe ich mit C5, das C4 das Zentrum abgeschlossen. Dame zieht weg, klar. So, und jetzt dachte ich mir, okay, die Zeit ist da, ich muss die Initiative übernehmen, ich muss aktiv spielen, ich muss was drohen. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt auch nur noch 20 Minuten auf der Uhr hatte, was ja mehr als genug ist, ne? Aber man muss halt am Ball bleiben. Ich kann jetzt nicht warten, bis Weiß den Turm hier rausgekriegt hat und sich zu Ende entwickelt hat und so weiter. Ich habe Springer G4 gespielt. Und das droht Springer E3. Das würde die F-Linie öffnen. Ja? Den Springer hier fesseln auf F3 und der E3 selber könnte ja zur Schwäche neigen bei Läufer G5-Geschichten. Also zieht Basti den Läufer zurück. Völlig in Ordnung. Und ich schlage diesen Bauern. Man hätte hier sicherlich alternativ, hatte ich auch überlegt, mit dem Springer vielleicht diesen Bauern schlagen sollen und oder können und mit dem Springer hier reinhüpfen nach F4 vielleicht. Ja? Dieser Springer am Rande steht nicht ganz optimal, da wäre er zumindest mit im Spiel, aber kostet natürlich auch viel Zeit. Ja? Und das konnte ich nicht so richtig abschätzen, was besser ist. Ich habe mich deswegen für Dame schlägt E6 entschieden. Es kam Turm E1, ne? Macht so einen Abzug hier auf der Linie, kann man nachvollziehen. Dann dachte ich mir, da gehe ich mal raus, gehe ich nach D6. So, und jetzt dachte ich mir, könnte ich entweder Turm AE8 oder ich könnte hier vielleicht sogar auf der F-Linie verdoppeln. Vielleicht droht hier mal ein Qualitätsopfer oder so, Springer H2 geschickt. Also ich war noch nicht da, ich war noch nicht bereit aufzugeben. Ne? H3 kam, der Springer muss zurück. Ich komme da nicht mehr hin. Ich kann hier leider nichts opfern. Dann hätte ich hier nur ein Schach und ja, wir gucken uns das mal an. Wenn ich hier schlagen würde und es käme der. Es kommt halt G3. Ja? Aber selbst wenn der König zurückgeht, selbst das ist, glaube ich, zwei aktive Figuren von mir gegen so einen Turm zu tauschen. Das ist höchst, höchst selten gut für die Leichtfiguren im Mittelspiel. Deswegen, mal abgesehen davon, er kann natürlich hier G3 spielen und dann ist alles in Ordnung. Und deswegen, ja, dachte ich mir, muss ich zurück? Bin ich nach H6 gegangen? Die Idee ist hier über F5, ja, vielleicht wieder sich dem König hier mal irgendwie anzunähern. Ja. Ich hoffe, der Springer hätte sich besser angenähert als die Pfeile hier. Und das hatte Weiß auch so erkannt und hat diesen Springer rausgenommen. So, und hier habe ich jetzt, ja, hat ja halt ein bisschen nachgedacht zwischendurch, etwa fünf Minuten, ja. Also ist jetzt noch kein Beinbruch, weil das habe ich ja ständig und die 30 Sekunden Aufschlag. Also ich fühlte mich jetzt noch nicht belästigt oder so, aber man muss natürlich jetzt auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen und so. Und hier musste ich mich jetzt entscheiden zwischen Dame H6 und G mal H. Am Ende des Tages habe ich Dame H6 gespielt. Wir gucken mal eben, G mal H ist eben die Idee, dass dieser Läufer hier gedeckt bleibt. Denn wir dürfen ja diesen Abzug des Läufers hier zum Beispiel nicht aus den Augen verlieren. Ja, ist natürlich hier mit dem Doppelbauen auch ein bisschen kritisch. Ja, dachte ich, wäre mein König auch nicht mehr sicherer als sein Gegner. Deswegen habe ich mich hier drauf eingelassen. Wohl wissend, dass natürlich hier Läufer C4 kommt, ein Bauerngewinn, ein weiterer Bauer und der E7 hängt. Meine Idee war natürlich, dass jetzt dieser Läufer jetzt hier frei wird durch dieses Schlagen. Ich schlage hier und jetzt dachte ich mir, hier muss mein Gegenspiel sein, dass ich da zumindest Kompensation habe in Form von
Dauerschachideen. Der F3 könnte fallen, Druck gehen in F2. Und hier war ich so mein, naja, meine, hier war ich noch optimistisch in Anführungsstrichen. Ne? Und dann habe ich Dame F6 gezogen, weil ich dachte, boah, super, ja, kann ich mir Dame auf F3 schlagen, mit Tempo hier, mit Matt Drohungen. Ich greife den Turm an, der Turm muss von der siebten Reihe zurück, ja. Das oder D. Und wenn Turm E3 kommt, habe ich Dame D4, dieser schöne Bauer weg. Ja, und dann bleibt nur noch der Restklumpen hier über an Bauern. Ich denke, alles klar, super Zug von mir. War es leider nicht. Wir gucken mal. Man hätte natürlich hier auch Turm F3 spielen können und dann sagen, komm, den Turm hier rüber und dann hier irgendwie alles verdoppeln und gucken, was passiert, ob es in der Praxis irgendwie was zu holen gibt. Ne? Man weiß, kann natürlich hier auch mit Turm geht's mit H2 decken, ja? Mit Turm G2 Gegenangriffe starten, der Springer kann hier kommen, die Dame und so weiter. Also ist, weiß steht natürlich besser, aber Schwarz wäre vielleicht nicht hoffnungslos oder nicht chancenlos. Aber ich hatte mich ja für mein glorreiches Dame F6 entschieden, weil ich den nächsten Zug überhaupt nicht gesehen hatte. Ich dachte mir, boah, geil, ich bin hier voll am Drücker und jetzt geht's aufwärts und so. Und habe den nächsten Zug, nämlich Dame E4, den hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Ja? Ist unglaublich. Und hier war mir klar, das war's. Partie ist umgefallen. Mit einem Schlag. Objektiv und laut Engine ist die Stellung eh besser für Weiß. Aber in der praktischen Partie kennen wir ja alle, ja. Da war noch, ich habe alle Figuren oder viele Figuren im Spiel. Ich kann auch noch einen Bauern zurückschlagen, die Einzelbauern und. Da wäre noch alles leicht drin gewesen. Ne? Aber jetzt, nach Dame E4, war mir klar, vorbei. F3 ist gedeckt. Damentausch will ich natürlich nicht. Ne? Und damit mit Minusbauern da hier rumeiern, nicht optimal. D4 ist gedeckt. Der E7 ist gedeckt und zu allem Überfluss, was spiele ich hier überhaupt? Ja, es droht vielleicht Dame E6 mit Tausch. Es könnte hier auch D5 kommen und dieser Bauer mal in Wallung geraten. Ja, hier habe ich die letzten 2 Minuten meine Zeit noch mal eben verbraucht und hatte gehofft, dass ich hier noch irgendwelche praktischen Chancen bekomme. Ja? Dass, wenn er den Bauern vorzieht, dass der Springer da zumindest nicht mehr hinkommt. Oh, schon. Ja, dass der Springer da nicht mehr hinkommt. Oder, ja, und dann gucken, wie es weitergeht. Ja? Ich habe keine Ahnung, dass ich dieses Feld hier für meinen Springer bekomme, zum Beispiel. Okay, war nur so eine Idee. Aber Weiß spielt natürlich einfach viel besser. Turm E6 und jetzt habe ich. Hoppla. Aber nicht nur, dass der hängt. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Ich habe das gar nicht gesehen, dass der hängt. Aber Moment, ich muss mich entschuldigen. Turm E6 kam gar nicht. Es kam hier erst Turm G1. Entschuldigung, mein Fehler. Tempo gewinnen, einfach den Bauern angreifen, ja. Und jetzt dann wäre mein König noch offener. Ich dachte mir, G6 geht einfach nicht. Dann ist der König hier auf der siebten Reihe für immer und ewig abgesperrt und dann ist mein König ja offener als der Weiße. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Und habe dann gedacht, ich spiele Turm F7, weil ich diesen Turm von der siebten Reihe tauschen wollte. Ja, und dann hoffte irgendwie nochmal gegen diese Bauern irgendwie ein Gegenspiel zu kreieren. Problem ist, es kam Turm E6, den hatte ich überhaupt nicht gesehen. Also Turm E6 schon, aber ich dachte mir, alles klar, ich kann doch hier schlagen, super. Schlägt, schlägt und jetzt hängt der hier, ich verdoppel. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Springer auf A6 hängt. Ich habe es einfach nicht gesehen. Das ist unglaublich. Tja, wenn es ein Trost ist für alle, die auch mal eine Figur einstellen. Aber, scheiße. Okay, hier hätte ich aufgeben können, aber als Mannschaftskampf ist, ich dachte mir, vielleicht versuche ich noch mal irgendwas, vielleicht komme ich noch rein, kriege ich hier einen Dauerschach oder ich kriege hier alle Bauern noch irgendwie oder viele entfernt. Irgendein Versuch, ja. Aber Problem ist nach Turm A7, jetzt hängt nämlich hier der G7 wieder und ich habe die gleiche Problematik. Jetzt kann ich nicht zurückgehen, weil mit Turmtausch macht es gar keinen Sinn.
Also muss ich G6 spielen, aber jetzt steht mein König natürlich hier abgeschnitten. Ne? Turm G3, starker Zug. Tempo auf den Turm, tauschen geht nicht, ich muss zurückziehen. Und schon kommt dieser Turm, der hier einst sehr passiv war, immer mit Tempo. Ja? Und es droht Turm E8 matt, respektive Turmtausch und so weiter. Und hier komme ich einfach nicht mehr dazu, selber irgendwie was Aktives zu machen. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch Springer E4 das immer denken würde. Ja, und dann macht auch im Mannschaftskämpfen keinen Sinn mehr, dann hier diese Stellung weiterzuspielen. Und hier habe ich mich geschlagen gegeben. Also, die Idee, eine 30 Jahre alte Variante zu spielen, war vielleicht nicht ganz optimal, aber ich möchte noch mal eben eine kleine Anekdote loswerden. Und damit möchte ich meinen hier den Basti nur mal loben. Ja? Wir haben jetzt hier 32 Züge gespielt und keiner, wir haben kurz draußen im Flur natürlich ein bisschen die Partie analysiert und ein Kollege hatte so ein Handy dabei. Ist natürlich nicht die super stärkste Engine, aber reicht ja völlig aus für uns. Und wir haben die Partie nachgespielt und bei allen 32 Zügen hat Basti entweder den Top-Engine-Zug oder vielleicht zwei, drei, vier Mal die zweite Wahl vom Computer. Also entweder den besten oder den zweitbesten Zug immer gefunden. Ja? Ich habe also quasi gegen die Engine gespielt. Soll es Lob sein, kein Vorwurf. Ne? Und fantastisch gespielt von Weiß, muss man einfach anerkennen. Da war nichts zu holen. Er hat mich einfach überspielt und ja, dann habe ich halt verloren. Ne? So ist das Leben. Alles klar, Freunde. Dann danke ich euch für eure Zeit. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.